Gut, wie ich schon gesagt habe, ich komme aus der Praxis, ich bekomme mein Geld von Kunden, die lustigerweise auch in Irland sitzen. Das heißt, ich bekomme Überweisung von Irland und überweise dann Facebook wieder zurück nach Irland und ein bisschen was darf ich mir für meine Arbeit behalten. Was ist meine Arbeit? Wir steuern Facebook-Werbung aus für unsere Kunden. Aussteuern heißt einerseits, dass wir sie erstellen, andererseits, dass wir sie natürlich den Zielgruppen ausspielen, die dann möglichst die Produkte kaufen oder sich zu den Veranstaltungen anmelden oder Fans von der Facebook-Seite werden. Da gibt es verschiedene Ziele. Und was der Werner schon sehr schön gesagt hat, ist Targeting. Targeting heißt, dass ich versuche, die richtige Zielgruppe zu erreichen, den Streuverlust zu minimieren. Targeting ist das eine und das andere ist Tracking. Tracking heißt, dass ich wirklich mitbekomme auch, welche Varianten von meiner Werbung besser funktionieren und welche weniger gut. Wie viele Käufe oder Anmeldungen ich tatsächlich aus einer Werbeanzeige heraus dann generiere und dass ich dann im Endeffekt auch meine Kosten kenne, Return on Investment, dass ich zum Beispiel ganz genau weiß, wenn ich eine Veranstaltung auf Facebook bewerbe und ich habe dann am Ende des Tages eine Eventanmeldung von einem Kunden, von einem Teilnehmer dieser Veranstaltung, also angenommen, ich habe 10.000 Euro in Facebook-Events-Werbung gesteckt und ich bekomme dann 1.000 Anmeldungen für die Veranstaltung, haben wir schon gehabt, wir haben schon die Hofburg voll bekommen mit Teilnehmern für Veranstaltungen, die wir beworben haben, dann weiß ich, eine Anmeldung hat mich 10 Euro gekostet. Ja? Und damit können die Firmen kalkulieren, damit können sie ihre Werbebudgets planen und damit können sie auch beurteilen, zahlt sich das für mich aus oder ist mir das zu teuer. Ja? Und in den meisten Fällen zahlt sich das sehr aus, vor allem im B2C-Marketing. So, jetzt muss ich mich natürlich anmelden, weil ich bin auf Werners Computer. Kann ich nicht mitlesen? Ne? Wo ich mich da jetzt anmelde, ich versuche ein bisschen in die Praxis zu gehen. Leider hast du ein altes Passwort eingegeben. Na, super. Macht Facebook-Werbung und weiß sein Facebook-Passwort nicht. Aber das liegt. Wir senden dir einen sechsstelligen Code zur Anmeldung. Also auch viele Sicherheitsmethoden sind da eingebaut. Ich hoffe, ich habe diesen Code jetzt bekommen, sonst kann ich euch nämlich gar nichts zeigen. Weiter. So, da ist er schon. Per SMS. Na, wieso weiß ich mein Passwort nicht? Das liegt natürlich daran, dass ich ständig eingeloggt bin. Genau, weil ich ständig eingeloggt bin auf meinen Geräten. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, ich hätte jetzt gerade einen Code gekriegt. Das hat gerade vibriert. Aber offenbar doch nicht. SMS von Werner, das letzte. Du hältst einen sechsstelligen Code, indem du eine Facebook-Benachrichtigung auf einem anderen Gerät überprüfst. Ach so, das habe ich jetzt per Facebook-Benachrichtigung bekommen. Gut. Auch kein Problem. Oder schon? Oder nicht? Ah ja, we recently received a request to help you. Weil ich mich auf einem fremden Gerät anmelde. Das macht übrigens auch, wenn ich im Ausland bin und so weiter, da gibt es also alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Dann siehst du auch schon, dass sie genau wissen, was deine Geräte sind und welches nicht. Genau. Also zum Thema Profil. Ja, das hast du aber auch bei anderen Webseiten, wenn du anklickst, eingeloggt bleiben, das geht dann über Cookies. Das ist relativ, sage ich mal, unspektakulär und natürlich auch sinnvoll, jetzt in dem Fall eine Sicherheitsmaßnahme. So, jetzt habe ich natürlich auf meinem Windows-Phone draufgeklickt und er zeigt mir das nicht an. Probieren wir es auf ein Android-Gerät. So, da haben wir schon den PIN. Den dürft ihr jetzt auch sehen, der ist ein Einmalcode. So, weiter. Facebook hat auch schon gelernt, ich gehe jetzt einmal auf business.facebook.com, für Firmen Berechtigungsmodelle zu erarbeiten. Das heißt, dass ich natürlich auf sehr viele Seiten Zugriff habe und zwar nicht ich als Person, sondern ich über mein Firmenkonto. Meine Firma ist Human Brand, das sieht man da jetzt. Hier sind meine Werbekonten für meine Firmen. Da sehe ich Reichweite, Impressionen und so weiter. Und was ich hier natürlich auch habe, unter Business Settings kann ich meine Pages verwalten. Das heißt, ich sehe hier, auf welchen Seiten habe ich die Berechtigung zu posten. Müssen wir dann eventuell nachher schauen, ob wir da nicht einen Teil rausschneiden müssen, weil da natürlich jetzt meine Kunden auch drinnen sind. Aber da melde ich mich nachher noch. Ja. Das sind jetzt Seiten, auf denen ich posten kann und auf denen ich natürlich im Endeffekt auch Werbung schalten kann. Ja.
Dann habe ich hier meine Ad-Konten. Eine spannende Sache noch, weil das da auch vorher angesprochen wird, ich habe gesagt Tracking. Tracking funktioniert nicht nur über Atlas und solche Methoden, sondern funktioniert auch über den sogenannten Facebook Pixel. Das heißt, wir bauen in die Seiten unserer Kunden auch ein Stück Code ein, ein Stück JavaScript-Code ein, ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, ja, damit wir nachverfolgen können, kommen die Leute, nachdem sie die Werbung gesehen haben, später dann auf diese Seite. Ja? Und so eine Seite kann ein Kaufprozess sein. Oder bleiben wir bei der Eventanmeldung. Wir haben wieder mal eine Veranstaltung für einen Kunden in der Hofburg, wo wir wollen, dass sich Leute anmelden. Die Anmeldung soll nicht nur über den Facebook-Event passieren, sondern es soll dann auch ein Anmeldeformular beim Kunden ausgefüllt werden. Und am Ende steht dann, danke für Ihre Anmeldung. Diese Seite, auf der drauf steht, danke für Ihre Anmeldung, das ist dann sozusagen die End-Action, die letzte Aktion, die für mich als Werbetreibender wertvoll ist. Da weiß ich, der hat sich angemeldet. Und dort ist der Pixel natürlich auch drin und dann kann ich schon in Facebook genau sehen, wenn ich 5 verschiedene Werbevarianten gemacht habe mit verschiedenen Bildern, verschiedenen Texten, kann ich A-B-Vergleiche machen, kann ich schauen, welches davon hat besser funktioniert und welches weniger gut. Und mein Vorschlag wäre jetzt einfach, und mir geht es ja jetzt auch sehr darum, auf dieses Datenthema einzugehen, mein Vorschlag wäre, wir erstellen jetzt einfach gemeinsam eine Werbeanzeige. Ja? Suchen uns dafür vielleicht irgendeine unverfängliche Seite aus. Auf die Digital Society Seite habe ich, glaube ich, keine Werberechte. Das wäre wahrscheinlich die beste Idee gewesen, gleich für Digital Society eine Werbung zu erstellen. Was könnte man da nehmen? Das sind alles Kundenseiten jetzt. Was ich da übrigens auch verwalten kann, sind meine Mitarbeiter, damit die auch Rechte haben auf die Werbe. Auf die Werbegruppen. Ja. Gehen wir vielleicht gleich rein in den Ad Manager. Ja. business.facebook.com/ads/manage. Es gibt zwei Tools, die Werbevermarkter verwenden können von Facebook. Das eine ist der Ad Manager und das andere ist der sogenannte Power Editor. Wenn ich zu technisch wäre, einfach unterbrechen. Das eine ist synchron, das heißt, ich sehe sofort, was ich mache und was passiert und jede Änderung, die ich mache, ist sofort live. Das andere ist asynchron, das heißt, ich kann einmal in Ruhe meine Ads bearbeiten, meine Werbeanzeigen bearbeiten und sie dann, wenn ich fertig bin, hochladen. Ja? Power Editor, wie der Name schon sagt, kann natürlich viel mehr. Einfacher zu verstehen ist aber vielleicht der Ad Manager. Auch interessant, Instagram ist da voll integriert. Wenn ich eine Werbeanzeige erstelle, ist das für mich nur ein Hackerl, es auch auf Instagram mit zu bewerben. Ja. So, ich sage jetzt Create Ad. Was möchte ich machen? Das Wichtigste ist einmal, man hat natürlich unterschiedliche Ziele. Ja, es kann das Ziel geben, dass ich eine Facebook-Seite bewerbe. Wenn ich heute mit einem Kunden telefoniere, mit einem neuen, die wollen einfach ihre Fanzahl erhöhen. Es könnte man natürlich irgendwelche Fans kaufen über irgendwelche unseriösen Seiten, dann hat man, so wie es dieser Kunde mit der früheren Agentur gehabt hat, dann hat man plötzlich 1000 Leute aus dem arabischen Raum, die aber eigentlich überhaupt nicht zur Zielgruppe passen. Aber man hat 1000 Fans. Zahlt man ein paar Cent dafür oder ein paar Euro, hat man 1000 Fans. Oder man macht eine Werbung auf Facebook, wo man wirklich gezielt die Leute anspricht, die man haben will. Also wenn ich zum Beispiel, das war eine Dame, die im Vortragsbereich tätig ist, Manager, Unternehmensberatung, ja, Vorträge für Manager. Ja. Also da müsste ich ganz gezielt Leute ansprechen, die eine gewisse Bildung haben, die ein gewisses Alter haben, die vielleicht in gewissen Branchen tätig sind, die gewisse Jobtitel haben, die sich auf gewissen Facebook-Seiten, für gewisse Facebook-Seiten interessieren und so weiter. Das wäre jetzt Promote Your Page. Send people to your website. Das ist recht häufig, das hat man halt früher mit Werbebannern gemacht, jetzt macht man das mit Facebook-Beiträgen. Das ist eigentlich die häufigste Methode. Oder noch besser, increase conversions on your website. Was ist eine Conversion? Das ist genau das, was ich vorher mit den Events erzählt habe. Wenn ich jemanden so weit bringe, dass er durch alle Schritte hindurch bis zu einer Anmeldung, zu einer Veranstaltung sich durchklickt und dann am Ende dort steht, danke für Ihre Anmeldung, dann habe ich eine Conversion erreicht. Dann habe ich auf meiner Webseite etwas erreicht. Eine Conversion kann aber auch ein Kauf sein. Ich kann auch auf einen Webshop verlinken und wenn er das Produkt dann in den Warenkorb gibt und am Ende dann auf Checkout geht und dann steht Danke für Ihre Bestellung, dann ist das die Conversion. Ja, dann ist das der letzte Schritt, das Wertvollste für den Werbetreibenden, das, worauf es ihm eigentlich ankommt, das Hauptziel der Kampagne. Oder eine andere Sache, die ich machen könnte, ist eben Raise Attendance at Your Event, das haben wir auch schon gesagt, also ein Facebook-Event bewerben, Get People to Claim Your Offer,
Video-Views, Video-Werbung, ganz interessant. Facebook macht YouTube massiv Konkurrenz mit Video-Werbung, weil sie vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr ungefähr angefangen haben, immer mehr Videos zu zeigen in der Timeline. Und das zu einem sehr günstigen Preis. Man muss rechnen, wir haben Werbekampagnen, wo unsere Kunden pro Videoanzeige, wo ihr Werbevideo läuft, 0,001 Cent, also 0,001 Euro, also ein Zehntel von einem Cent zahlen. Ja. Und das ist natürlich auch eine ganz großartige Alternative zur Fernsehwerbung, ja, die natürlich viel, viel teurer ist und viel mehr Streuverlust hat, weil diese Videos zeige ich ja wirklich dann nur den Leuten, die das interessiert. Wenn ich ein Computerspiel bewerbe, dann zeige ich das genau meiner Zielgruppe, vom Alter her, von der Ausbildung her, von auch Interessen her, Leute, die sich für Computerspiele interessieren. Ja. Da habe ich mehrere Zugänge dazu, wie ich das mache. Ein Zugang, der vielleicht auch den Laien nicht bekannt ist und auch in der Marketingbranche nicht so bekannt ist, der ganz spannend ist, ist, Facebook hat einen Algorithmus, der nennt sich Lookalike-Targeting. Jetzt kommen wir wieder zu den Pixel zurück. Wenn ich dieses Stück Code in meine Seite einbaue, dann weiß Facebook, dass ich diese Seite besucht habe, weil ich die Werbung vorher gesehen habe. Facebook weiß aber nicht nur, dass die Leute die Seite besucht haben, die die Werbung gesehen haben. Facebook weiß von jedem Facebook-User, der die Seite besucht hat, dass er diese Seite besucht hat und gibt ihn damit in eine Audience, gibt ihn in eine Zielgruppe. Jetzt haben wir zum Beispiel momentan gerade für Cartoon Network eine Werbekampagne für eine Zeichentrickserie. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, wer interessiert sich für Zeichentrick, vor allem wenn ich auf Facebook natürlich erst ab 13 targeten kann. Das ist ja eher ein Thema für Kinder. Ja? Und deswegen bauen wir dort in diese Seite von Cartoon Network, wo diese Zeichentrick-Serie beworben wird, wo man auch Spiele spielen kann und so weiter, bauen wir einen Facebook-Pixel ein und können dann auf Basis von diesem Facebook-Pixel eine Audience aufbauen. Was genau Lookalike bedeutet, das verratet uns Facebook nicht. Facebook hat einfach im Hintergrund einen Algorithmus, um zu schauen, welche Leute haben ähnliche Interessen, ähnliche Eigenschaften wie die, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich auch für das zu interessieren. Und das Einzige, was wir als Werbetreibende wissen, ist, es funktioniert. Heißt das auch, dass ich zum Beispiel Werbung schalten kann für Disney-Kunden? Jein. Ich kann auch fremde Fanseiten targeten, wenn sie eine gewisse Größe haben. Das geht dann über Interessen. Also ich kann sagen, ich möchte Leute erreichen, die sich interessieren für Disney, die sich interessieren für Coca-Cola, was auch immer. Ja. Bei den großen Marken geht das. Ich kann aber zum Beispiel nicht Werbung schalten für die nur Mitglieder von Digital Society sehen, wenn ich nicht selber Administrator der Digital Society Seite bin. Das liegt daran, dass Facebook es verhindern will um jeden Preis, dass man zu kleine Zielgruppen targetet, weil die Leute dann das Gefühl haben, dass sie persönlich getargetet werden. Werner hat das ja vorher gesagt, Facebook gibt die Daten natürlich nicht weiter, und das werden wir jetzt gleich sehen, was ich da eigentlich als Werbetreibender sehe, wenn ich so eine Werbung aufsetze, sondern stellt mir Zielgruppen zur Verfügung. Ich kann sagen, ich möchte Menschen erreichen, die sich für Disney interessieren, das geht, weil das sind Tausende, ja, Hunderttausende weltweit wahrscheinlich, und da werden wahrscheinlich auch Fans von diversen Disney-Kanälen automatisch im Hintergrund einfließen. Entschuldige, das habe ich leider nicht verstanden. Cortana! Ich habe doch gar nicht Cortana gesagt. Genau. Aber ich kann nicht auf eine zu kleine Zielgruppe targeten. Ich kann zum Beispiel auch auf Studenten der WU Wien targeten. Das sind genug, das sind mehr als 1000. Ja. Aber ich kann nicht auf Studenten von einer kleinen Schule, auf Schüler von einer kleinen Schule targeten, weil die sind zu klein. Ich glaube, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, ich hoffe, das hat sich nicht geändert in den letzten Jahren, der Grenzwert ist hier bei 1000. Ja. Also ich kann Zielgruppen targeten, einzelne Zielgruppen targeten, die größer als 1000 sind. Ja. Ansonsten müsste ich Administrator sein. Also ich könnte auf Digital Society Mitglieder Werbung ausspielen, die nur Digital Society Fans sehen, aber nur, wenn ich auch Admin der Seite bin. Gut, und eine Ad, die wir jetzt anlegen, sagen wir einfach mal Increase Conversions on your Website. So, als Website nehmen wir jetzt http www. Ich nehme mal an digitalsociety.at. .at, so. Vertippen sollte man sich halt auch nicht. Digital ist auch richtig, kommt auch hin, aber Digi hast du eigentlich. Ach so, okay. So. Ja, und ohne www. Genau. Aber das ist egal.
Mir geht es nur darum, dass wir mal zu dem Punkt kommen, wo ihr die Audience seht. Ja? Was er mir jetzt hier schon vorschlägt, ist ein Conversion-Pixel, der ist aber nicht auf der Seite drinnen, das heißt, den tue ich da wieder weg. Gut, jetzt habe ich aber gesagt, Increase Conversions. Wir haben keinen Pixel drin, dann nehmen wir die andere Methode, machen wir das hier. So, HTTP, schaffe ich es ohne vertippen, digisociety.at. Jetzt haben wir es richtig, oder? So, mein Ziel ist Website-Klick. Pixel haben wir keinen. So, und jetzt sehen wir schon einmal, wo kann ich denn das überhaupt platzieren? Das ist auch interessant. Es gibt den mobilen Newsfeed. Das heißt, ich sehe es auf meinem Smartphone in meinem persönlichen Newsfeed auf Facebook. Es gibt Instagram. Wenn ich auch eine Instagram-Seite hier verknüpft habe, also wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der sowohl eine Facebook-Seite hat als auch eine Instagram-Seite, dann kann ich es auf Instagram mitschalten. Machen wir selten, weil das Format ja meistens auch ein anderes sein sollte auf Instagram als auf Facebook, aber es ist möglich. Dann gibt es den Desktop-Newsfeed, ich habe das Audience-Netzwerk jetzt ausgelassen, mache ich zum Schluss. Den Desktop-Newsfeed, das ist einfach, wenn ich in meinem Browser auf einem normalen Computer mir meinen Newsfeed anschaue, dann sehe ich dort die Beiträge. Dann gibt es die rechte Spalte auf Facebook, das zeige ich euch dann auch noch. Das wird es aber eh auch alle wissen, als Facebook-Nutzer hat man in der rechten Spalte diese kleinen Werbebilder. Die sind sehr günstig auf Impressionsbasis, also ich kann das sehr oft anzeigen, aber sind natürlich dadurch, dass sie so klein sind, von der Aufmerksamkeit her und von der Klickrate her nicht so gut. Und dann gibt es noch das Audience Network, das ist auch ganz wichtig. Da spielt Facebook über Partner die Werbung auch in fremden Seiten oder fremden Apps aus, zum Beispiel in diversen Handy-Apps. In ganz, ganz vielen populären Handy-Apps wird dann auch Werbung von Facebook angezeigt. Das weiß man gar nicht, dass die von Facebook ist. Es wird dann entsprechend aufbereitet in Clash of Clans oder sonstigen Sachen. Überall, wo man in diversen Apps, werbefinanzierten Apps Werbung sieht, ist auch Facebook-Werbung drin. Und das ist eben dieses Audience-Network. So, jetzt kann ich eine Saved Audience verwenden oder eine neue Audience definieren und das ist eigentlich der Teil, der, glaube ich, besonders interessant ist im Zusammenhang mit Datenschutz und im Zusammenhang damit, was ich als Werbetreibender über meinen Kunden weiß. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Österreicher erreichen und zwar in Wien und zwar in einem Umkreis von, ich kann da jetzt sogar in Kilometer angeben, wie weit die weg sein dürfen und so weiter, ja. Jetzt haben wir hier Wien. Ich kann eine Sprache einstellen, das machen wir aber sehr oft nicht, weil viele User noch aus historischen Gründen oder weil sie halt multinational tätig sind, Facebook auf Englisch verwenden, so wie ich zum Beispiel. Ja. Die würden das dann nicht sehen. Mir reicht es jetzt einmal, Wiener anzusprechen. Ja. Die Umgebung von Wien habe ich jetzt in dem Tool nicht drinnen, aber normalerweise kann ich dann noch angeben, wie viele Kilometer rundherum. Ich kann die Sprache angeben. So, jetzt geht es ins Detail. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte Menschen ansprechen, die sich interessieren für ein bestimmtes Thema. Was könnte man hernehmen? Computer. Jetzt bekomme ich da eine Vielzahl an Möglichkeiten. Na geh. So, jetzt bekomme ich da eine Vielzahl an Möglichkeiten. Personal Computer und so weiter. Das sind jetzt so additional interests. Aber ich kann eben nicht nur Interessen targeten, ich kann auch zum Beispiel targeten, ich möchte nur Menschen, die ein bestimmtes Betriebssystem verwenden. Ich kann zum Beispiel sagen Windows 10. Und jetzt sehen wir da hier, nebenbei steht jetzt hier Primary OS Windows 10 Behaviors. Das heißt nicht, dass das jetzt nur auf einem Windows 10 Computer angezeigt wird, das wird selbstverständlich auch auf Smartphones angezeigt. Es heißt nur, dass das primäre Desktop-Betriebssystem dieses Users, der das sehen wird, Windows 10 ist. Und während ich da jetzt die ganze Zeit Targeting mache, sehen wir oben schon, wie sich die Zielgruppe verringert. Weil ich ja, je mehr ich targete, umso kleiner wird meine Zielgruppe. Wir sehen hier jetzt eine Zielgruppe von 230.000. Das heißt, es gibt 230.000 Wiener, die sich für Personal Computer interessieren und Windows 10 verwenden. Und die würde ich jetzt mit der Ad erreichen. Es ist natürlich die Frage, wo wird es jetzt haarig? Ja, was ist jetzt mit, machen wir irgendwas Verrücktes, sagen wir, ich möchte Katholiken erreichen. Sowas haben wir noch nie gemacht, aber man gibt ja auch seine Religionszugehörigkeit an. Wenn man das tut. So. Catholicism, Interest, Job Title, Employer, Catholic Church zum Beispiel. Schauen wir mal, wie viele Windows 10 benutzende Priester es gibt.
Okay, das ist jetzt additional interest, das heißt, das ist noch zusätzlich, ja. Das ist jetzt in dem Fall nicht Narrow Audience, sondern nur das. Das heißt, das müsste ich jetzt mit Exclude People oder Narrow Audience noch einschränken. Ja? Schauen wir, vielleicht tun wir das andere wieder weg. Das Windows 10 haben wir jetzt gesehen. Personal Computer auch. At least one of the following. Und jetzt haben wir Catholic Church. Also wie viele Mitarbeiter der katholischen Kirche gibt es? Weniger als 1000. Ja? Das ist jetzt aber Mitarbeiter, das ist jetzt Employer, Vorsicht, Arbeitgeber, ja. Die Religion habe ich jetzt ehrlich gesagt eh nicht gefunden, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das machen wir ja nie, ja. Vor allem bin ich jetzt auch auf Englisch unterwegs. Moslems, schauen wir mal. Moslems. Aber wichtig ist, ich komme da nie, und darauf will ich eigentlich raus, ich komme da nie auf eine Einzelperson runter. Das sind jetzt weltweite Zahlen, wenn ich da jetzt drüber gehe. Employers. Ja, fewer than 1000. Also unter 1000 zeigt er mir es auch gar nicht an. Ja, er zeigt mir das gar nicht so genau an. Weil Facebook will nicht, dass man so genau auf bestimmte Gruppen targeten kann. Ja. Alter geht natürlich auch. Und da natürlich noch ganz spannend Connections. People who like your page. Das kann ich sagen. Menschen, die eine bestimmte Seite liken, meine Firmenseite zum Beispiel. Ja. Ja, das sind 190 Wiener, immerhin. Ja. Digital Society könnte ich jetzt da nur reintun, wenn ich selber Admin von Digital Society wäre. Ja. Also ich nehme noch irgendeine eine Marke her, für die wir arbeiten, ist ja kein Geheimnis. So. Cartoon Network, da sind es jetzt natürlich schon mehr. Ja. Wien, es ist allerdings eine deutsche Seite, also sind auch nicht so viel mehr, sind jetzt 370 geworden. Ja. Immer Microsoft, ist auch kein Geheimnis, dass es ein Kunde von mir ist. Jetzt erreichen wir schon 16.000 Wiener. Ja. Also so funktioniert das, das sehe ich, aber ich kann nie im Leben auf einen einzelnen User runtergehen. Diese Daten würde Facebook ja, wie der Werner auch vorher erklärt hat, gar nicht hergeben, weil der Mehrwert für den Werbetreibenden ist, dass ich mir hier meine Audience zusammenstellen kann und die Werbung dann nur dieser Audience anzeigen kann und nicht, dass ich wirklich über einzelne Personen was erfahre. Ja, abschließend, hier stelle ich dann noch das Budget ein. Hier ist das Ziel eingestellt. Und am Ende habe ich dann ein sogenanntes Ad-Set, in dem ich dann die einzelnen Werbungen, sprich Bilder und Texte, anlege. In dem Zusammenhang ist noch wichtig zu sagen, Facebook-Werbung hat noch einen anderen Vorteil für Werbetreibende. Sie ist nicht immer als Werbung zu erkennen und das ist auch gut so. Nicht, weil sie sich verstecken will, sondern weil sie einfach in eine Social-Media-Interaktion mit dem User treten will. Weil der User eher auf etwas reagiert, was er als Empfehlung, als Tipp, als nützlich empfindet, als auf etwas, was plakativ nach Werbung ausschaut. Ja? Das heißt zum Beispiel, die wichtigste Form der Werbung ist, dass wir einfach Beiträge auf Facebook-Seiten einer größeren Audience ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, facebook.com/cartoonnetwork. Ja. Sind das Beiträge, die dann gesponsert werden? Genau, das sind dann gesponserte Beiträge. Ja. Dann haben wir hier, das ist jetzt die amerikanische Seite, das ist nicht unser Kunde, wir haben die deutsche Seite als Kunde, aber nur als Beispiel, da ist jetzt ein Beitrag. Ja. Den mag jemand, der sich eben für Cartoons interessiert, super lustig finden. Das ist ein Video, das sofort zu spielen beginnt. Das Problem ist nur, das sehen jetzt einmal zunächst nur die Fans, die Follower. Und auch von denen sieht es nur ein Bruchteil, weil Facebook natürlich auch versucht, eine Balance zu machen zwischen den privaten Nachrichten, die man von seinen Freunden bekommt, und den Nachrichten, die man von Firmen bekommt. Und nachdem Facebook mittlerweile praktisch jede Firma in Facebook vertreten ist und fast jede Firma jeden Tag mindestens einmal postet, würden wir nichts mehr mitkriegen von unseren Freunden, wenn Facebook alles, was Firmen in den Seiten posten, sofort anzeigen würde. Als Pi mal Daumenregel kann man sagen, bei einer kleinen Seite sehen ungefähr die Hälfte der Follower meine Beiträge. Ich weiß nicht, ob du das für die Digital Society oder Club Computer Seiten weißt, wie viel Prozent das bei euch sind, aber bei kleineren Seiten erreiche ich doch die Hälfte bis zu 100% sogar meiner Follower. Bei großen Seiten mit 100.000, 500.000 oder mehr Fans meistens so 5-10% nur. Für den Rest muss ich zahlen. Du hast vorhin, bevor du jetzt zu Facebook gegangen bist, das Budget erwähnt, ja. Dann dort $20 gewesen. Was bedeutet $20 dann im Konkreten? Was kriege ich dafür? Also ich werde immer wieder gefragt, auch von Kunden,
was kostet Facebook-Werbung? Ja? Ja. Und das ist natürlich eine gute Frage, weil das kommt darauf an, was ist dein Ziel und was hast du für ein Budget? Ja? Wenn mein Ziel ist, möglichst oft gesehen zu werden, dann kann ich sagen, ich kann ungefähr bei Facebook rechnen, dass 1000 Impressionen, man sagt dazu in der deutschen Werbesprache 1000 Kontaktpreis, TKP, auf Englisch sagt man CPM, Cost per Mill, also die Kosten pro 1000 Mal Anzeigen einer Werbung so um einen Euro herum kosten. Auf anderen Plattformen bin ich da beim Vierfachen, beim Fünffachen, beim Zehnfachen. In B2B-Kanälen wie LinkedIn, Xing bin ich bei 15 Euro pro 1000 Impressionen. Bei Facebook bin ich ungefähr bei einem Euro, manchmal drunter, manchmal etwas drüber, je nachdem, wie genau ich meine Werbung einschränke. Aber das ist ja nicht das einzige Ziel, das ich habe, dass das Menschen sehen. Es gibt ja auch das Ziel, dass Menschen drauf klicken. Das sind dann die Kosten pro Klick. Die sind bei Facebook wahnsinnig gering. Die liegen zwischen 10 Cent und einem Euro. Je nach Zielgruppe wieder. Ja. Aber auch bei engerem Targeting bin ich durchaus oft bei 10, 15 Cent dabei. Ja. Und je nachdem, wie viele Klicks ich halt dann erreichen will und wie viel Geld ich habe, so viel kostet mich dann Facebook-Werbung. Aber die eigentlichen Kosten muss ich auf meinem Ziel festmachen. Ist es mir wichtig, dass das oft gesehen wird, dann sage ich, so und so viele Impressionen will ich erreichen, dann sind die Kosten pro 1000 Impressionen wichtig. Ist es mir wichtig, dass geklickt wird, dann ist die CPC, die Kosten pro Klick, wichtig. Oder, und jetzt kommen wir zum Spannendsten, ist mir die End-Action, von der wir vorher gesprochen haben, am wichtigsten. Sprich, dass jemand etwas kauft oder dass jemand sich zu einem Event anmeldet oder dass jemand eine Kontaktanfrage ausfüllt oder was auch immer. Und dann sind die Kosten pro Action oder auch CPA, also die Kosten pro Aktion, wichtig. Und die variieren natürlich total. Ja? Bei einer Business-Veranstaltung für Entscheidungsträger aus großen Industriekonzernen kann man sich vorstellen, da bin ich in einem sehr spitzen Targeting, da zahlen wir oft bis zu 200 Euro pro Action, also pro Conversion, pro Anmeldung. Das ist es denen aber auch wert, dem Kunden, weil er sagt, er bekommt dadurch möglicherweise Aufträge im Wert von mehreren 10.000 Euro. Ja, also das Potenzial ist ja auch höher. Möchte ich einfach nur ein neues Handy bewerben und möchte, dass das möglichst viele Consumer kaufen, das Ding kostet 190 Euro, der Deckungsbeitrag für den Hersteller von dem Handy ist relativ gering, naja, dann darf aber im Idealfall eine Conversion natürlich nicht 200 Euro kosten, weil sonst zahlt er drauf. Ich kann da natürlich nicht so viele Zahlen jetzt konkret aus der Praxis nehmen, weil das Kundendaten sind, aber es gibt auch kostenlose Produkte, die von meinen Kunden beworben werden, wo der Kunde, also der Werbetreibende, bis zu 20 Euro dafür zahlt, dass der Kunde das kostenlose Produkt nutzt. Ja, nur als Beispiel, auch spannend. Hätte ich mir vorher auch nicht gedacht. Ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Produkt ist und welcher Kunde, aber auch spannend, also auch kostenlose Produkte werden beworben. Das hat dann, wahrscheinlich gibt es dann andere Monetarisierungsmodelle beim Kunden. Ja. Vielleicht schauen wir noch kurz, wie so eine Werbung ausschaut. Ich schaue jetzt wieder meinen eigenen Newsfeed. facebook.com/microsoft.at. Ich hoffe, da ist jetzt nicht zu viel Privates drauf. Nein, Entschuldigung, in meinen eigenen Newsfeed wollte ich schauen. Ich hoffe, da ist jetzt nicht zu viel Privates drauf. So, na sehr schön, genau. Und da sehen wir auch auf der rechten Seite schon eine Werbung, die wir gemacht haben. Ja. Microsoft for Work.at, du bist geschäftlich viel unterwegs, hast über weite Strecken keinen Stromanschluss und da ist der Text abgeschnitten. Das ist suboptimal. Der Text im Bild ist nicht gut erkennbar. Das ist suboptimal. Aber die Platzierung auf der rechten Seite ist wesentlich günstiger. Deswegen nimmt man sie meistens mit dazu. Die gleiche Werbung gäbe es auch in der Mitte, in Großformat. Wird natürlich weniger oft angezeigt, ist auch teurer, aber ist natürlich Aufmerksamkeit stärker. Bitte? Ja, das ist übrigens eine andere. Aus der gleichen Serie, aber eine andere. Das eine ist mobile Dienstleister aufgepasst und das andere ist geschäftlich viel unterwegs. Also wir haben da gerade eine Serie an Geräten, die wir für unseren Kunden bewerben und das ist die Darstellung eben im Desktop-Newsfeed. Am Handy schaut das recht ähnlich aus. Ja, bin jetzt eh schon ziemlich weit ausgeschweift. Vielleicht eine Sache noch, man kann dann auch noch unterscheiden, macht man das als Bildpost. Wenn ich bei einem Bildpost draufklicke, geht mir das Bild auf in Großformat und ich kann daneben kommentieren und sehe den ganzen Text und so weiter. Wenn ich dann das Gerät kaufen will, muss ich hier auf den kleinen Link klicken oder mache ich es als Linkpost. Wenn ich es als Linkpost mache, kann ich auch aufs Bild draufklicken und komme direkt zu dem Link. Bei der Kampagne sind wir gerade dabei, das dem Kunden zu überlegen, ob wir das nicht umstellen auf Linkpost, weil es natürlich mehr Sinn macht. Aber da ist auch immer die Frage, was ist das Ziel vom Kunden? Will er Klicks generieren oder will er eher Wahrnehmung und Interaktion? Auch diese Likes
und Shares und diese neue Art der Interaktionen hier sind wichtig. Und Kommentare und so weiter. Ja. Das ist dann der ganze virale Ansatz von dem Ganzen. Ja, am Smartphone kennst du das eh auch selber alle, da schaut das dann sehr ähnlich aus. Bitte. Könntest du mit einem Wunsch was anfangen für Werbung, wenn wir sagen, wir hätten gerne für die Digital Society gerne Mitglieder, viele Mitglieder. Lässt sich damit Werbung machen oder ist das zu weit weg? Ja, ich kann das kurz erklären, das ist gar nicht weit weg. Man muss nur sehr viele Sachen ausprobieren, wir müssen uns gemeinsam hinsetzen, was ist das Interesse eines typischen Digital Society-Mitglieds. Ja? Und dann probiert man verschiedenste Sachen aus. Ja? Und dann schauen wir einfach, welche von diesen Maßnahmen, die wir ausprobiert haben, führt zu Anmeldungen. Bei welchem sind die Kosten pro Follower in dem Fall, habe ich vorher noch nicht erwähnt, Kosten pro Follower ist dann mein Ziel oder Kosten pro Fan, bei welcher Variante ist es am geringsten, auf diese Variante gibt man dann mehr Budget drauf, auf die Varianten, die nicht so erfolgreich sind, gibt man entweder weniger Budget drauf oder deaktiviert es. Aber im Endeffekt kann ich das super optimieren. Und dann kann ich natürlich noch in die Digital Society Homepage den Pixel einbauen, dann weiß ich, dann lernt Facebook auch, wer interessiert sich denn überhaupt für unsere Themen, wer liest unseren Blog und spielt die Werbung Leuten aus mit ähnlichen Interessen. Also das kann ich ohne weiteres machen. Da muss man auch nicht viel Geld in die Hand nehmen. Ja, so ein Fan kostet auch, nämlich nicht ein gekaufter Fan aus Saudi-Arabien oder aus Asien, sondern ein Fan, der wirklich unseren Zielgruppendefinitionen entspricht, kostet auch nicht viel Geld. Da reden wir von 10 bis 30 Cent ungefähr pro Follower, der aber in meiner Zielaudience ist und nicht irgendwo gekauft wurde. Ja. Die Vertreibung ist auch lange aufgefallen in der Vergangenheit, wenn ich irgendein Produkt gesucht habe auf Internet, dann habe ich am nächsten Tag von Amazon also zufälligerweise ein Angebot bekommen, was also genau meine Suche war. Ja. Mittlerweile habe ich es auf Amazon gekauft. Ja. Sie bewerben mich weiterhin. Ja. Das nennt sich Retargeting. Wenn man das richtig macht, kann das hilfreich sein. Das Problem ist aber dann, wenn man es dann eben kauft und das trotzdem weitergeht, ist es wieder nervig und ich habe Streuverlust. Das ist mir neulich auch passiert. Ich habe recherchiert einen Plattenspieler. Glaubt man gar nicht, dass man sowas im Jahr 2016 noch kauft, aber ich habe einen Plattenspieler gekauft, damit ich die alten Schallplatten von meinem Papa abspielen kann. Und habe halt recherchiert auf Geizhals, bei Saturn und. Und seither sehe ich nur Saturn-Werbung mit Plattenspielern. Interessanterweise mit genau den Plattenspielern, wo ich dann auch einen davon gekauft habe. Ja? Gut, jetzt hat es auch wieder aufgehört. Ja? Zwei Wochen ungefähr geht es. Ja? Das Problem ist, was natürlich die nicht wissen, die wissen, ich war auf Amazon und ich war auf Geizhals, weil dort sind wahrscheinlich überall die Facebook-Pixel drinnen und so weiter. Ich war auf der Saturn-Seite etc. Und deswegen zeigen sie mir das an, damit ich mich dann erinnert fühle daran, ich habe doch da was ich kaufen will und dann vielleicht irgendwann kaufe. Das nennt sich Retargeting. Das wieder erneut Ansprechen eines Users, mit dem ich schon einmal irgendwo in Kontakt war. Was sie aber nicht wissen, ist, dass ich am Samstag zum Saturn gegangen bin in Vösendorf, der das lagern gehabt hat und das gekauft hat. Ja. Gutes Retargeting würde so funktionieren, geht natürlich nicht, wenn ich es dann offline kaufe, wenn ich es online kaufe, würde es aber schon gehen. Würde so funktionieren, dass ich zwei Schritte messe. Ich messe das Kaufinteresse, also wenn ich auf die Seite komme und nach Plattenspielern suche und recherchiere. Und ich messe aber auch die End-Action, also wenn ich es dann tatsächlich gekauft habe. Dann haben sie es entweder schlecht eingestellt oder machen das bewusst, weil der Streuverlust kompensiert wird durch den Vorteil vom Retargeting. Ja. Für den User ist es trotzdem nervig, wenn er es schon gekauft hat. Aber gutes Retargeting würde so funktionieren, dass ich die Leute anspreche, die auf meine Landingpage, auf meine Kaufseite gekommen sind, aber dann nicht auf meine Kaufabschlussseite, also mein Shopping-Basket, danke für Ihren Kauf gekommen sind. Und das machen wir zum Beispiel regelmäßig. Wenn sich Leute für irgendwelche B2B-Veranstaltungen von unseren Kunden interessieren, irgendwelche Workshops, Schulungen etc. und die Werbung sehen und dann bis zur Anmeldeseite kommen, sich dann aber nicht anmelden. Das liegt nämlich sehr oft auch nur daran, dass sie es gerade nicht machen wollen, weil sie gerade am Handy sind und nicht mühsam Daten eingeben wollen. Und die retargeten wir dann, die sehen das dann, wenn sie nach Hause kommen, am Computer wieder und können weitermachen. Aber das sehen nur die, die sich nicht tatsächlich angemeldet haben. Die sich tatsächlich angemeldet haben, die sehen es dann nicht. Also so macht man Retargeting richtig. Wenn man es weiter sieht nach dem Kauf, ist es entweder falsch gemacht oder der Werbekunde nimmt hier Streuverlust in Kauf. Ja, gibt es weitere Fragen? Budget,
Ja. Und das Budget, das man nennen muss für so eine Action, ist sowohl das, was du selbst behältst für deinen Unternehmer, als auch das, was Facebook kassiert. Wo kassiert Facebook? Nein, da gebe ich nur das an, was Facebook kassiert. Ja, und meine Agentur hat, wie alle Werbeagenturen, gewisse Provisionssätze mit den Kunden vereinbart. Das kommt dann noch oben drauf. Ja, ja. Oder wird abgezogen, je nachdem. Wo kassiert Facebook das da? Am Schluss, wenn du fertig bist mit der... Also nachdem wir eine Agentur sind, kriegen wir einmal im Monat eine Rechnung von Facebook. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich kriege Geld aus Irland von meinen Kunden und überweise es dann wieder nach Irland zurück zu Facebook. Als kleiner Privatuser zahlt man es jeden Tag mit Kreditkarte, wird es abgebucht. Da lege ich eine Kreditkarte dahinter. Nur das ist natürlich dann irgendwann uns auf die Nerven gegangen, weil da war so ein Ordner voll, nur von einem Monat Facebook-Rechnungen. Dann haben wir mit Facebook geredet, gesagt, könnte man nicht über Rechnung zahlen, einmal im Monat. Und das geht dann natürlich, aber an einer gewissen Umsatzgrenze. Ne? Ja. Andere Frage zum weil du es kurz erwähnt hast, von wegen, ich kriege dann Interessenten von der Ost oder so. Wie ist denn das mit gefakten Facebook-Profilen, die man dann verwendet, um Follower zu bekommen, beziehungsweise um die Werbestatistiken zu manipulieren? Das ist halt etwas Unseriöses, wenn das eine Agentur für einen Kunden macht. Wenn das ein Kunde selber macht, frage ich mich halt, was ihn dazu bewegt, weil er hat ja nichts davon. Die Leute sind ja nicht in seiner Zielgruppe. Wenn das eine Agentur macht, ist es unseriös und ich weiß nicht, ob das nicht sogar irgendein Tatbestand wäre. Ja? Also Fans kaufen ist nicht gleich Fans kaufen. Fans kaufen in dem Sinn, dass ich einfach irgendwo Google eingebe, bei Facebook Fans und dann irgendein Paket kaufe mit irgendwelchen Fake-Usern aus Fernost oder sogar echten Usern aus Fernost, das bringt mir ja nichts. Ja, als Marke. Und wenn ich es als Agentur für einen Kunden mache, damit er seine 2000 Fans hat, dann ist es einfach unseriös. Ja. Wenn ich es aber auf Facebook durch Werbeeinschaltungen mache und genau targete, dann kann ich das ja ausschließen. Weil ich habe jetzt gerade eine Ad mit euch erstellt, die in Wien Computer-User anspricht. Ja. Die Ad kann niemand aus Fernost sehen, die wird ja nur Wienern angezeigt. Ja. Also ich kann das sehr genau machen. Ja. Okay, dann andersrum, dass jemand aus Fernost sich über VPN ausgibt, dass er in Wirklichkeit hier ein Benutzer ist und dann solche Sachen zu umgehen. Na, in der normalen Werbung, also in der früheren Internetwerbung war ja das durchaus eine Sache, dass man eben auf Werbung geklickt hat, um durch diese Click-Throughs dann irgendwo Geldströme zu generieren, von denen man dann auf irgendeine Art das abbekommt. Also das ist mir bei Facebook, ich mache es seit 2009, noch nicht untergekommen, liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass sie so viel wissen über die User und das auch ausfiltern. Das würde ja vor allem nur Sinn machen, entweder bei Facebook selbst oder für die Agenturen. Und das war das, was ja quasi da vorher schon gesagt worden ist, quasi, das ist der Druck. Ja. Weil Facebook ja immer beteiligt an den Werbeeinnahmen. Google zum Beispiel beteiligt der Leute. Genau. Der ja, also okay. In Wirklichkeit müsste die Agentur machen, und das wäre keine seriöse Dame. Ja. Okay, danke. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ich kann halt jetzt nicht so tiefe Einblicke geben, weil halt sehr viel mit Kundendaten zu tun haben, sonst könnte ich euch noch in einem Vier-Augen-Gespräch könnte ich euch noch konkrete Beispiele zeigen. Aber das können wir dann im Glas machen, wenn die Aufnahme nicht läuft. Genau. Bitte. Bei mir kommt so viele Zielgruppen nicht heraus, woran liegt das, wenn ich schalte? Da klicke ich ein und dann zum Beispiel ich sage Österreich und Wien, kommt Wien nicht angezeigt. Warum? Also normalerweise müsste es sowohl im Ad Manager als auch im Power Editor möglich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Nicht-Agenturen, also sprich Personen, die das nicht über diesen Business Manager machen, die nicht auf monatliche Rechnung zahlen, weniger sehen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also ich glaube aber nicht. Wenn ich vorgenommene Zielgruppen habe und einen bitte aussuche, dann sehe ich Wien und das drinnen. Wenn ich aber selbst machen möchte, kann ich Wien nicht hineingeben. Also was ich zum Beispiel, was mir hier jetzt fehlt, ist das mit der Umgebung. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jetzt über den Ad Manager drin bin und der Power Editor kann noch viel mehr. Ich habe das jetzt der Einfachheit halb im Bauch. Was ist der Power Editor? Der Power Editor ist dieses asynchrone Tool, ja, mit dem ich die Ads zuerst mache und meine Zielgruppen sehe und meine Vorschau sehe und erst dann, wenn ich fertig bin, sage ich hochladen und dann lädt das hoch. Kann das jeder verwenden oder
Das darf auch jeder verwenden. Funktioniert aber nur in Chrome. Deswegen habe ich vorher gefragt. Also noch ein Grund. Power, Facebook Power Editor. facebook.com/ads/manage/Power Editor. Aber ich kann dann im Anhang, wenn die Folien wahrscheinlich rumgeschickt werden, noch die Links auch dazugeben. Und business.facebook.com, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil das ist auch für kleine Vereine und Unternehmen nicht uninteressant. Mich hat heute ein ganz kleines Unternehmen angeschrieben und gesagt, naja, wir wollen eine neue Facebook-Seite, weil die alte Facebook-Seite ist eine Subseite von der Chefin und das geht nicht. Was sie eigentlich gemeint hat, ist, dass nur die Chefin Rechte hat, auf der Seite zu posten. Was sie nicht gewusst hat, ist, dass es den Business-Manager gibt. Damit kann eine Firma sagen, die Seite gehört mir. Wenn die Chefin, der die Firma ja gehört, also in dem Fall macht Sinn, sagt, ja, das passt, die übergebe ich jetzt quasi von meiner Person an diese Firma, dann kann ich innerhalb der Firma die Berechtigungen delegieren und kann auch jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter Rechte geben, dort zu posten, dort Werbung zu schalten, etc. etc. Ich muss wohl auf der Seite jedes Administrator eintragen, damit das machen kann. Das muss dann eben nicht mehr machen. Das ist gefährlich, wenn man das macht. Ja, eben über Business Manager eben nicht, weil da kann ich auf einen Schlag einen Mitarbeiter, der ausscheidet, von allen meinen Seiten entfernen. Bei mir sind es 50 Seiten oder so, auf denen ich Rechte habe, über, weiß ich nicht, wenn ein Mitarbeiter mir was Böses will, der kann was posten, was über 10 Millionen Menschen sehen. Ja? Mhm. Und daher ist es mir schon auch wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, schnell Mitarbeitern Rechte zu geben, zu entziehen und natürlich auch mehrstufig die Rechte zu vergeben. Es gibt auch Mitarbeiter, die sehen nur zu Statistikzwecken, die Statistiken können aber nicht posten und so weiter. Das kann ich pro Mitarbeiter und pro Seite eben einstellen und auf einen Klick alle wieder entfernen. Also das ist dieser Business Manager. Das kostet aber nichts. Kostet auch nichts, ne? Kostet auch nichts, bitte. Also ich kann es praktisch sagen, wenn ich auf meiner Facebook-Seite eine gesponserte Anzeige in der mittleren Linie drinnen habe, dann war ich jetzt anscheinend aufgrund welcher Daten auch immer im Zielpublikum. Genau. Das heißt natürlich nicht immer, dass das alles so, klingt jetzt überheblich, aber das machen nicht immer alle so gut wie wir. Es gibt auch Leute, die schalten Werbung sehr breit, ja, und haben dann viel Streuverlust, weil sie ja auch nicht messen können, das war das Zitat von Henry Ford, ja, weil sie auch nicht messen können, was bringt mir jetzt was, sagen sie, wenn es möglichst viele sehen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Aber das stimmt ja in den meisten Fällen nicht. Ich möchte einen guten Mittelweg immer schaffen zwischen Reichweite, das ist vielleicht ein guter Schlusssatz, zwischen Reichweite und Streuverlust. Ja, wenn ich zu wenig Leute erreiche, bringt es mir auch nichts mehr. Ja. Also ich muss immer die Waage finden zwischen Reichweite, dass die groß genug ist, aber nicht so groß, dass der Streuverlust zu hoch ist. Dankeschön. Von der Werkstatt Kundensuche macht es natürlich nur einen Sinn, dass ihr in der Reichweite findet. Der Vorarlberger wird zu mir nicht mehr Auto reparieren kommen. Richtig, Regionalität ist auch noch ein wichtiges Thema. Das ist sowieso klar. Ja. Eine Frage, wenn ich sage 70 Kilometer unterwegs in Wien, in Bratislava ist in Geiseln, wird das jetzt in Bratislava gezeigt oder nicht? Dann sage ich exklud Slowakia. Das kann ich kombinieren. Wenn nicht, wird es gezeigt, ja. Obwohl es in deutscher Sprache ist. Ja, weil ich eben ungern auf die Sprache targete, weil so wahnsinnig viele Leute halt auch englische Sprache eingestellt haben und ich glaube, ich sage jetzt nichts falsch. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, ich kann immer nur auf eine Sprache targeten. Ja, denn ich habe keine Sprache eingestellt. Deswegen machen wir es auch meistens ohne Sprache. Wird es dann trotzdem in Bratislava gezeigt? Wenn ich nicht die Slowakei ausschließe, was ich machen kann, dann wird es gezeigt. Wird das dann in Deutsch auch angezeigt? Ja, auch wenn das slowakisch. Ja, wenn ich die Sprache nicht einschränke, kriegt das auch in Deutsch angezeigt. Ja. Du suchst das auch immer. Ja, wenn er fertig ist. Gut. Was der Christian jetzt nicht hergezeigt hat, ist, man kriegt dann auch Auswertungen sozusagen, wie man sein Geld sozusagen ausgegeben hat. Und in dem Fall ist es, gefällt mir Angaben, und da sind wir relativ teuer unterwegs mit 1,5 pro gefällt mir. Aber ich sehe zum Beispiel auch, wer auf diese gefällt mir Angaben geklickt hat, kriege ich eine Auswertung, dass zum Beispiel mehrheitlich dieses Inserat Männer anspricht und weniger Frauen. Könnte man auch zum Beispiel experimentieren mit dem, was der Christian gesagt hat, entweder mit Targeting oder mit entsprechenden Bildern oder Anzeigen, die vielleicht dann die Leute anders reagieren. Das Geschlechtertargeting, darf ich da auch noch was dazu sagen? Das versucht man natürlich, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Ja? Kosmetikprodukte, klar, Produkte, die wirklich für entweder nur Männer oder nur Frauen sind, ja, aber zum Beispiel in der Computerbranche machen wir das gar nicht, dass wir nur auf Männer targeten, nur weil es
das Klischee gibt, dass Männer das mehr sind. Auch wenn es dann tatsächlich im Feedback so ist, wenn da rauskommt, dass mehr Männer draufgeklickt haben, das macht keiner meiner Kunden. Da wird immer viel damit experimentiert, aber es wird eigentlich im beiden Stil nicht gemacht. Man sieht übrigens so ähnliche Statistiken dann auch auf der eigenen Seite. Das heißt, man kann auf der Seite dann auch schauen, wer sind meine Fans. Bin ich überdurchschnittlich alt, bin ich überdurchschnittlich jung? Also all diese Informationen kann ich auch auf der Seite dann auswerten. Welche Probleme können auftreten mit Facebook? Naja, der Klassiker ist halt, ich muss mir überlegen, was ich auf Facebook poste. Weil all die Informationen, die ich auf Facebook poste, da zähle ich in Wirklichkeit halt am Marktplatz. Und ich muss mir halt überlegen, was ich öffentlich in Wirklichkeit erzählen möchte und welches Bild ich auch öffentlich von mir quasi kreieren möchte. Und dort treten eigentlich die meisten Probleme auch mit Facebook auf. Das heißt, die Klassiker, die wir alle schon in der Zeitung gelesen haben, der Chef sieht die Fete irgendwo, die Bilder oder Leute, die im Krankenstand dann Fußball spielen, solche Dinge. Also das ist halt quasi oft ein Problem in die Richtung, dass bestimmte Sachen gepostet werden, die vielleicht auch nicht so gemeint werden. Auch, dass man, und wir kennen das eigentlich aus den Zeiten vom Fidonet noch, dass man in Wirklichkeit bei Postings, Online-Postings, viel weniger sorgsam umgeht, wie man sich ausdrückt. Also zu Fidonet-Zeiten haben wir im 87er Jahr Modems 300 Bit pro Sekunde, gab es schon die Flame Wars, das heißt die Leute, die sich gegenseitig beflegelt haben online, weil das halt irgendwie viel einfacher ist online, als wenn man jemandem gegenüber sitzt. Und da ist halt einfach die Hemmschwelle wesentlich geringer und da kommt natürlich auch dieses ganze Thema her, Hasspostings und all diese Dinge, wo halt dann die Dinge sich auch aufschaukeln, also wo dann irgendeiner einen Kommentar abgibt und tausende darauf antworten, und das sind natürlich auch Themen, die man natürlich in diesen Communities hat, die auch problematisch sind. Und in vielen Bereichen, und ich habe da Jugendliche hergeschrieben, aber es ist eigentlich nicht nur Jugendliche, das Thema ist, man müsste schon in Wirklichkeit in frühen Jahren anfangen, Kinder darauf zu sensibilisieren, wie ich mit Medien umgehe. Das heißt, Medienbildung nennt sich das ganze Thema und das sollte eigentlich etwas sein, was man schon in frühen Jahren anfängt. Allerdings so Themenbereich Lifelong Learning, in Wirklichkeit hat man nie aufgehört zu lernen, weil jetzt gibt es gerade Facebook, dann ist wieder was anderes. In Wirklichkeit muss man sich mit all den Technologien immer wieder beschäftigen und schauen, wie die Technologien funktionieren, was da dahinter steckt und was ich gerade auf der Plattform wie machen sollte oder nicht machen sollte, weil da gibt es natürlich auch von den Plattformen her große Unterschiede. Und Facebook hat das ja sehr gut erkannt. Die haben erkannt, dass Facebook gestern hochaktuell war, aber die Jugendlichen offensichtlich lieber andere Plattformen verwenden, nämlich aus dem Grund, den wir vorher schon einmal diskutiert haben, wenn die Eltern mitlesen können, was ich auf Facebook poste, dann ist das irgendwie uncool, deswegen poste ich lieber woanders, wo die Eltern nicht mitlesen können, und die Jugendlichen suchen sich schon eine andere Plattform deswegen, weil die Eltern auf Facebook sind. Also auch das sind Gründe, warum sie die Dinge immer wieder verändern und wo man halt einfach immer wieder mitlernen muss, wie diese Dinge tun und wie diese Plattformen quasi funktionieren. Zusammenfassend, Facebook sammelt Daten, klar, und sie sammeln Daten, damit sie Werbungen schalten können, und mit dem machen sie $18 Milliarden im Jahr. Also das ist in Wirklichkeit das Hauptgeschäft, kann man auch in den ganzen Kurven, die ich am Anfang drinnen habe, im Slide-Deck nachschauen. In Wirklichkeit ist dort 90%, 95% in Wirklichkeit Werbung, die den Umsatz generieren. Verkauft Facebook die Daten, haben wir diskutiert. Es wäre widersinnig, wenn sie es tun würden. Was halt irgendwie schon bedenklich ist, ist, dass Facebook in Wirklichkeit fast alles weiß über mich. Und das Thema ist natürlich auch, dass ich nicht wirklich gute Kontrolle darüber habe, was in Facebook alles landet. Und ich kann es auch nachträglich in Wirklichkeit nicht beeinflussen. Weil, wie gesagt, dieses Runterladen der Informationen ist aus meiner Sicht nicht vollständig. Und ich habe auch überhaupt keine Möglichkeit zu beeinflussen, wenn Facebook glaubt, bestimmte Dinge über mich zu wissen und die vielleicht gar nicht korrekt sind. Also ich kann diese Dinge auch nicht korrigieren, die Meinung, die Facebook sozusagen über mich bildet. Der Vorteil für sowohl die Firma als auch den Anwender: Der Anwender sieht Werbung, die ihn interessieren könnte. Das ist schon mal gescheit. Also ich sehe lieber Werbung für Dinge, die mich interessieren, als Werbung für Dinge, mit denen ich gar nichts am Hut habe. Und für die Firma natürlich, dass die Werbungen extrem kostengünstig
genau an die richtige Zielgruppe gebraucht werden können und ich damit dieses Henry-Ford-Problem nicht mehr habe, dass ich sozusagen viel Geld beim Fenster rausschmeiße. Facebook kommt aus den USA. Das, was viele nicht wissen, ist, dass das amerikanische Rechtssystem komplett unterschiedlich zum europäischen ist. Und im amerikanischen Rechtssystem gibt es so etwas wie Datenschutz nicht. Es gibt dort kein Gesetz für Datenschutz. Es gibt anlassbezogene Gesetze für bestimmte Daten. Beispiel gibt es Gesetze für medizinische Daten, da gibt es etwas. Aber generell gibt es so etwas, wie es in Europa gibt, Gesetz für Datenschutz nicht. Und oft ist es halt auch so, dass amerikanische Firmen damit Europäer nicht verstehen, was sie denn eigentlich von ihnen wollen. Weil, wie gesagt, das Recht, das wir in Europa haben, gibt es in Amerika vergleichbar nicht. Und die Amerikaner kommen halt oft daher, quasi, man hat in Amerika gelernt, wie das funktioniert, implementiert das in anderen Geographies und interessiert sich halt einfach auch nicht wirklich extrem für die lokale Rechtslage. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass es in vielen Bereichen auch nicht einfach ist. Weil wenn man sich Europa anschaut, dann ist es gut, wenn es eine europäische Gesetzgebung gibt, weil da kann ein amerikanischer Konzern hergehen und sagen, ich habe all die europäischen Länder und ich weiß wenigstens, was ich mir dort halten muss. Das Problem wird natürlich dann, wenn ich unterschiedliche Rechtssysteme in den unterschiedlichen Ländern habe. Weil bis vor kurzem gab es ja die europäische Datenschutzverordnung noch nicht. Und da gab es österreichisches Datenschutzrecht und deutsches Datenschutzrecht und slowakisches Datenschutzrecht und jedes ist ein bisschen anders. Ne? Und in Wirklichkeit müsste man dann ja die Implementierung eines Systems wie Facebook auf jedes einzelne Land korrekt sozusagen abstimmen. Wäre natürlich rechtlich notwendig, tut halt niemand, weil es halt nicht quasi leicht praktikabel ist. Warten wir halt drauf. Warten wir halt einfach drauf, bis sich einer aufregt. Mit TTIP und mit CETA und mit den ganzen da. Das Spannende war, der Max Schrems hat er gesagt, das was irgendwie jeden verwundert hat, ist, dass der österreichische Student daherkommt und wirklich darauf besteht, dass er seine Rechte quasi eingehalten haben möchte. Und das hat alle total verwundert. Ne? Und in Wirklichkeit, mir soll es halt mehr Leute geben, die halt Max Schrems spüren und sagen, schau, da gibt es ein Gesetz und ich hätte gern gewusst, warum es dir nicht drauf hältst. Das ist allerdings natürlich auch nicht einfach, weil Max Schrems ist eben der Fall gewesen, Datenschutzgesetz, anwendbares ist irisches Recht in dem Fall, irische Datenschutzbehörde ist zuständig und die irische Regierung hat keine Lust darauf, Facebook, Microsoft, Google, wie sie alle heißen, aus Irland zu vertreiben. Das heißt, der irische Datenschutzkommissar versucht halt möglichst keine Entscheidung zu treffen. Und das ist genauer passiert. Damit haben wir eine halbe Stunde länger gebraucht, als wir geplant gehabt haben. Ich hoffe, es war spannend.